Jo, Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Game Match. Willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Ja, gestern gab es leider kein Pokémon. Der TT war nicht so motiviert, aber jetzt sind wir wieder voll dabei. Es ist Wochenende, es ist Pokémon-Rang. Und ihr habt mir was verraten, Leute, was mich sehr ärgert. Und zwar im Klimainstitut gibt es ein Bett. Wo gibt es das Bett? Irgendjemand hat gesagt, hier gibt es ein Bett. Und in diesem Bett hätte ich mich heilen können. Und das machen wir doch glatt. Geh mal rein da. Steht da im Bett, eine Pause. Ja. Das ist sozusagen die Schwester Joy für unterwegs. Und jetzt guckt. Yay. Wir sind wieder voll, Leute. Das ist doch mal eine geile Aktion, oder nicht? Und das heißt natürlich für uns jetzt auch, dass wir ganz einfach mal hingehen können und die ganzen Trainer, die wir auf der Strecke gelassen haben, mal nachholen können. Das heißt, in dem Part jetzt hier werden wir noch ein bisschen Trainerarbeit machen, die Trainer, die wir ausgelassen haben. Und dann wird es aber auch schon natürlich fett in die Arena gehen. Der nächste Orden, den müssen wir uns holen. Die Weiten des Himmels strahlen in die Aura unausgesprochener Versprechen aus. Nichts ist vergleichbar mit dem absoluten Glück des Fliegens. Oh yeah, mein Kollege. Und wir haben ja das Wunderbare des VM-Flug bekommen. Können wir ja leider erst einsetzen nach dem Arena-Kampf. Aber wenn wir es dann haben, Leute, dann geht's erstmal richtig ab in Pokémon. Denn dann sind wir schnell von Ort zu Ort und dann dauert das auch nicht mehr so 8 Stunden, bis wir irgendwo hingehen. Unter höchster Not. Aber wir haben es ja auch ganz gut hingekriegt, oder meint er nicht? Komm schon, Leute, wir haben es gut hingekriegt. Ja, okay. Lässt sich jetzt wieder streiten über gut und nicht gut. Aber ich finde zumindest, wir... Ach du Scheiße, was ist das denn? Tropius. Direkt aus dem Dschungelcamp eingeflogen, der gute Tropius hier. Hör mal, das sieht aus wie so ein verkacktes Lugia auf zwei Beinen. Boah, guck mal, hat der Erfahrung gegeben. Der gute Enrico, hör mal, Enrico. Enrico da. So, guck mal, da unten haben wir ja einen Pokéball, einen Hypertrank. Was? Der Beutel ist voll, hör mal. Ja, warum gehe ich auf Pokémon, wenn ich schon auf Beutel bin? Bist du eigentlich bekloppt? Der Beutel ist voll. Top füllt AP. Ah, das ist gut. Ein Pulver, das die KP um 50 Punkte initiiert. Müll. Braucht man nicht. Ich brauche kein Carbon, Alter. So. Irgendjemand hatte mir noch, genau, ich hatte noch einen Tipp bekommen. Und dieser Tipp hieß da, TT, du hast Wundersaat und Wundersaat. Das soll ich unbedingt dem Reptain geben. Aber wo ist dieses Wundersaat? Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Beziehungsweise weiß ich da, dieses Wundersaat. Das soll ich geben. Und zwar soll ich das Reptain geben. Und der Kommentarschreiber hat irgendwie dreimal hat er es geschrieben. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt erfülle ich ihm diesen grandiosen Wunsch mal. Und ich, egal wo ich gerade bin, mein Sonnenschirm habe ich immer. Ja, braucht man ja auch Sonnenschirm immer, ne? Ich zeige dir meine wahre Stärke und dir meine Vogel-Pokémon. Ja, ich zeige dir gleich mal meine Boden-Pokémon, die mit den Vogel-Pokémon in starker Verbindung stehen. Oh, Kleopatra-Hase ist gefallen. Beziehungsweise ich zeige dir gleich mal den Arsch Optrix. Guck mal, so eine alte mit dem Regenschirm. Ach, das ist wieder die keine Hose anhat, oder wie war das, ne? Die wieder einen Rock hat, der so knapp ist bis sonst wohin. Ja, ja, die haben wir gerne, diese Frauen, ne? So. Und jetzt wollen wir mal gucken. Flügelschlag, mach mal da. Und dann gib es eine ordentliche Kopfnuss. Ja, was sagst du jetzt, Goldini? Ja, was sagst du, Goldini? Hä? Sagst du, lebst du noch? Was soll der Scheiß denn? Ja, Schwalboss gegen Schwalboss, denkst du dir hier? Da kenne ich nur eine harte Kopfnuss. Naja, war wohl alles nicht so effektiv, was ich hier gemacht habe. Aber nun gut, dann ist jetzt Schwalboss dran. So, Schwalboss setzt Flügelschlag ein. Und tschüss. Hä? Ach genau, stimmt. Ich habe das ja, ich habe mir gerade gedacht, hä? Oh, was? Schwalboss erreicht Level 33. Super. Und Knackleon erhält auch ordentlich. Kopfnuss. Bams. Ein Volltreffer, Leute. Goldini, Schwalboss, natürlich. Knackleon erhält auch wieder ordentlich. Ach, guck mal, da haben wir die Schirmfrau und den komischen Rainer-Menschen auch schon mit den Enrico. Ne, Enrico hieß der eben, ne? Keine Ahnung, wie der heißt. Ah, ist mir auch egal, wie der heißt. Brauche ich gar nicht wissen, wie der heißt. Moment, jetzt war aber doch... Ach Gott. Ach Gott. Hier gibt es ja auch noch Pokémon drin im Hogen. Ach, guck mal, so einer. Ach, jetzt kann man direkt die Weiterentwicklung fangen. Ja, das ist ja auch mal nett, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir machen aber Flucht. Denn ich habe ja gesagt... Haben wir uns ja drauf geeinigt, so inoffiziell, ne? Also ihr nicht, aber ich hab mich darauf geeinigt. Ja, dass wir jetzt hier keine großartigen Kämpfe veranstalten. So, den müssen wir noch machen, bevor wir weiter nach unten gehen. Oh, oh, ich mag Kinder, die meinen, sie wären Trainer. Lass uns ein... Ach, so ist es. Och, ne. So eine kleine hinter der Wand. Und ich habe mich schon gefragt, was ist das denn? So ist das also. Wenn du dich auf eine Entdeckung aufpasst, kommst du... Ja, mhm. So einen verfaschten Doppelkampf auch noch.
So ist das also, ihr beiden. So eine kleine Ninja-Frau. Der werden wir mal zeigen, warum sie lieber nicht hätte Ninja werden sollen. Ach, du Kacke. Ninjas hat die dabei. So eine Kacke. Okay, pass auf. Flügelschlag gegen den und ist wahrscheinlich mega ineffektiv, was ich hier gerade veranstalte. But I don't care. Das ist mein Lieblingssatz. I don't care. Sehr effektiv. Nee, war doch gut. Super. Geil. Finde ich toll. Ich habe im Übrigen meinen Knackleon erreicht, Level 32. Ja, gut. Ich habe im Übrigen meinen Zettel mit den ganzen Typen und was gegen was am effektivsten ist, einfach mal, schon vor... Boah, was? Er überlebt das. Schon verbannt vor einiger Zeit. Warum habe ich das verbannt? Ja, weil ich mir gedacht habe, I don't care. Es ist wieder in der Tat der I don't care Grund. Ich wollte ja ein bisschen die Typen mal lernen und da habe ich mir aber gedacht, so, nee, das ist nicht der TT, der Typen lernt, der TT lernt keine Typen. Und deswegen habe ich das doch weggelassen, ne? Ist natürlich jetzt wieder so, kann man wieder drüber streiten, da kann man auch wieder einen Weltkrieg jetzt anfangen. Aber das lass mal einfach lieber sein, sondern wir... Oh, Alter, Smogmog. Oh nein, er hat es getötet. Da ist das Schwallboss zugrunde gegangen, Leute. Tut mir leid, da konnte ich gar nichts machen gerade. Wenn dann natürlich jetzt der komische Smogmog anfängt, sein Mega-Dingens zu machen, da kann ich auch nichts machen. Ah, guck mal da. So, der Hitzkopf ist tot. Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir... Ja, tun wir noch... Ja, überraschend gut, alles der Ninja-Kriegerin, ne, wenn ich noch einmal erwische, ne? Sieht irgendwie aus wie so eine, weiß ich nicht, so eine ganz komische. Dann tun wir eine Riptang mal wieder nach vorne. Riptang, komm zu mir. Also, was Gardevoir angeht, oder Kirlia 2. Ich hab ja nach dem Japanischen gefragt und hab auch mal geguckt und jetzt haben da einige geschrieben, ja, Sir Knight, so spreche ich das mal aus, wäre die japanische Version. Da habe ich aber gesagt, das kann nicht sein, weil eben die Katakana-Zeichen Sanaito, ja, so ungefähr, war jetzt scheiße wahrscheinlich ausgesprochen, aber es ist ein langes A, San, und dann kommt Naito, Sanaito, wird das im Grunde ausgesprochen. Und da habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass Sir Knight heißt. Jetzt habe ich aber mit jemandem, mit einer netten Dame, die seit 5 Jahren Japanisch lernt, habe ich geschrieben. Und wir haben das mal so ein bisschen aufgebröselt, beziehungsweise sie hat mir das gesagt, weil ich gesagt habe, Sir Knight, das hört sich Englisch an. Das kann nicht die Urform, die Idee gewesen sein, vor allem weil die Pokémon-Namen ja, soweit ich weiß, in Japan entwickelt werden. Und ja, auch nicht so viele Japaner Englisch können. Das ist zwar Englisch, ist zwar eine wichtige Sprache, aber es können auch längst nicht alle Japaner Englisch. Genauso wie nicht alle Deutschen Englisch können und gut Englisch können und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Nun gut, es ist dann eben rausgekommen, da hat sie natürlich recht, dass... Moment, es soll Pokémon wieder zum Leben erwecken, wenn es tatsächlich möglich ist. Ah, weiß ich nicht. Dass natürlich die Japaner, wenn sie wirklich die rein japanische Idee gehabt hätten, dem Pokémon einen japanischen Namen zu geben, dann hätten sie es nicht in Katakana geschrieben, sondern hätten sie es in Hiragana oder eben in Kanji geschrieben, da das eben, ja, das Katakana verwendet man eben nur für Fremdwörter und Fremdnamen und sowas. Und ja, da hat sie vollkommen recht, deswegen war höchstwahrscheinlich der englische Name, heißt im Englischen aber gar nicht Sir Knight, ja, aber dieses Sir Knight war wahrscheinlich die Idee, man hat es dann in Katakana umgeschrieben, aber japanisch ausgesprochen wird es im Grunde Sanaito, ja, weil die Japaner eben mit diesem Sir Knight, dieses GHT da, das ist absolut untypisch fürs Japanische und das kann, oh, was ist das denn für einer? Geweiher, und das kann der normale Japaner so auch schwer aussprechen. Deswegen werden ja auch die ganzen Anime-Titel immer nochmal in Katakana angegeben. Sword Art Online zum Beispiel, da gibt es auch eine Katakana-Version von. Und die Japaner sprechen das auch aus. Wenn ihr im Anime mal darauf geachtet habt, wenn sie Sword Art Online sagen, sagen sie nicht Sword Art Online, sondern sie sagen Sword Art Online. Online, ne? Dieses R da. Online heißt es online. Das, je nachdem, wo die Japaner leben, wird das anders ausgesprochen. Aber Soto Ato Online, sagen sie, ja? Oder Kodogias. So, ne, die werden eben im Japanischen ein bisschen anders ausgesprochen. Gemeint ist aber die englische Version. Nur da nicht jeder Japaner das so toll aussprechen kann, wird eben die Katakana-Version immer nochmal dazugegeben. Das heißt, im Grunde, den Leuten, denen ich jetzt gesagt habe, Sir Knight wäre falsch. Also, in Katakana-Buchstaben, die Umschrift ist es nicht. Sir Knight ist nicht die Umschrift. Sozusagen, sondern das ist
Nicht die direkte Umschrift zumindest. Die direkte Umschrift wäre Sir Naito. Aber Sir Naito hört sich ja auch wie Sir Knight so. Also Naito, Knight, ne? Und Sir hört sich so ähnlich an. Es ist im Grunde dasselbe. Es soll dasselbe auch bedeuten. Aber es ist eben in Katakana, wenn man es so 1:1 machen würde, wäre es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, was ich da gelabert habe. Aber ist auch eigentlich vollkommen egal. Darum geht's ja jetzt auch gar nicht. Also ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt sagen soll. Sanaito, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, fragt mich einfach nicht. Keine Ahnung, Leute. Kirli, jemand hat gesagt, ich solle doch einfach Trassler 3 nennen. Wäre natürlich auch eine Idee. Wir nennen es einfach Trassler 3. Ich weiß nicht, Leute. Aber ich muss sagen, dass Reptane irgendwie ein bisschen scheiße ist hier, muss ich gerade sagen. Ein bisschen schwach, finde ich gerade, ne? Also Reptane ist so ein bisschen schwach auf der Brust. Da müssen wir eigentlich jetzt mal das Stolrak. Ich hole das Stolrak wieder nach vorne. Das ist ein bisschen stärker, habe ich so das Gefühl. Aber der macht ja doch. Was macht der denn da immer? Der soll mal aufhören, da seine komischen Zuckungen zu haben. Und sich da immer einen zurecht zu zucken. Und was weiß ich nicht alles. Der geht mir schon arg auf den Nerv, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Alter, was ist denn los mit dir? Ne? Der Fluchtwert steigt. Ja, du flüchtest doch eh nicht, Alles geht daneben von mir, alles. Ist aber wirklich. Und jetzt setzt er da was ein. Ja, toll, das ist sehr effektiv, ja. Ja, ey. Ey, weißt du, jetzt reicht's mir mal, ganz ehrlich. Jetzt hole ich mal meinen Trassler 3, mein Kirlia 2, mein Gardevoir, mein Sir Knight, mein Sanaito. 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 Ja, irgendwie so ähnlich. Ist immer eine Sache, wie man das. Das ist im Japanischen nämlich eine lustige Sache. Das wird so oft so anders ausgesprochen. Ja. Du hast in Tokio einen Dialekt, in Okinawa wird ein ganz anderer Dialekt gesprochen und es ist ungefähr so wie in Deutschland mit den Westfalen hier, ne, Nordrhein-Westfalen, da komme ich ja her und den Bayern oder dem Hochdeutsch und dem Bayerisch, da denkst du ja manchmal auch, ey, was sprechen die da eigentlich? Das ist doch keine deutsche Sprache. Ja, da denken sich die Bayern, die mit ihrem Dialekt aber auch von uns, die denken, oh, was ist das denn für Scheiße? Ja, Dialekte sind schon eine Scheißsache. Wenn man eine Sprache erlernen will, sind Dialekte eine Scheißsache, Leute. Kann ich euch mal sagen. Aber das hat mir der Kastoran ja auch schon gesagt. Tritt vorher. Hat er mir auch schon gesagt, ne? Hat er mir gesagt, guck mal, die sprechen das in dem Mina no Nihongo, die sprechen das so aus. Kannst du aber das I bei dem Ski kannst du auch ruhig mitsprechen. Dann sprechen die nämlich ganz woanders wieder ganz woanders aus. Ja? Und dann kommt da so eine Scheiße in dem Buch wie, was war denn das? Shitsurei desu ka? Ne? Also, Shitsurei desu ka? So wird es im Grunde, das heißt, was heißt es denn nochmal hier? Entschuldigen Sie aber, so, wenn ich jemanden auf der Straße anspreche, ne? Und die in dem, auf der CD, die sprechen, ich kann das gar nicht, na mal. Shitsurideska, irgendwie sowas. Ey, da kommst du gar nicht mehr drauf klar, was die da reden. Ja, und da kann man aber auch ein bisschen das I irgendwie mit aussprechen, die lassen es komplett weg und. Ne? Das denke ich mir halt immer, wenn ich da. Was hat denn jetzt? Macht der irgendeine Mondattacke oder was? Ach du Scheiße! Pudox erholt sich. Kommt der mir da an mit irgend so einer Mondattacke, Leute? Was ist denn mit ihm passiert? So, jetzt aber auch genug vom Japanischen. Ich habe euch jetzt 5 Minuten damit zugelabert, was hier irgendwie los ist und wie man die Scheiße ausspricht. Und im Grunde weiß ich es selber gar nicht so genau. Lass mal das mal sein. So, Stolrak. Es ist sehr effektiv. Ich glaube nicht, dass es sehr effektiv ist. So, komm schon. Ich werde im Übrigen, wir können in den nächsten Parts, demnächst, so in sagen wir in 2-3 Parts können wir ein sehr lustiges Feature einbauen. Ich finde das so gut. Ich glaube, das werde ich in die Let's Plays dann mal mit einbauen, weil das einfach so bescheuert und weltfremd ist, weil das aber so lustig ist, finde ich. Aber das kann ich, also ich könnte es jetzt auch schon einbauen. So, das ist so eine Redensart oder wie auch immer. Aber das möchte ich noch nicht einbauen, da ich eventuell sonst gespoilert werde. Oder ich, gespoilert werde. So, ja. Und deswegen wollen wir das lieber noch nicht einbauen. Aber es ist eine sehr lustige Sache und deswegen, ja. Wer sich fragt, was ich jetzt hier überhaupt rede, ihr werdet es noch erfahren. Es wird auf jeden Fall, aber es, sag mal so, es kommt nicht von mir, ja. Es ist eine bekloppte Sache, aber sie ist sogar mal nicht von mir. Also ich hätte, eigentlich hätte ich auch aus sowas kommen können, ne, weil ich ja so bekloppt bin manchmal, ne. Ich möchte das manchmal auch bitte groß und dick fett in Caps Lock geschrieben haben. Aber, Tatsache ist, kommt man nicht von mir sowas. So eine bescheuerte Idee kommt man nicht von mir. Ja, sondern ich habe die bescheuerte Idee mal irgendwo geklaut, ja.
Und ich werde euch aber auch sagen, woher ich sie habe. Und es ist auch doch wieder ein eigener Teil von mir natürlich mit drin, aber... ja, eigentlich hätte ich auch auf sowas kommen können, ne? Es ist eigentlich schon nicht schlecht. Und vor allem in Pokémon könnte man da sogar was Lustiges aufbauen durch. Mal gucken. Vielleicht lassen wir es auch weg. Ach, mal gucken. Ich mache das einfach nach Lust und Laune, wie ich gerade Bock habe. Da gibt... diese Ninjas, den hätte ich auch nehmen können. Der entwickelt sich aus diesem einen, aber der gibt mir so oft den Nerv, dieser Ninjas. Knackle und erreicht Level 33. Wunderbar, der ist bald versuchte. Was Kirschner will er erlernen? Ja, wir gucken uns das mal an. Was hat denn Kirschner? Oh, Stärke 80, Genauigkeit 100. Boah, alter Fuck. The Fuck. Ist der stark, Junge. Machen wir doch das mal weg. Ach, Sandhose, Alter. Ich brauche keine Sandhose. Alter, jetzt haben wir aber eine geile Sache. Knirscher. Nicht Kirschner. Was hab ich denn da wieder ge... Kirschner! Also, ihr zieht mich ja auch immer noch auf, dass ich das einmal Geschmack anstatt Geschenk gelesen hab. Tut mir leid. Ja, haben wir jetzt hier alles? Guck mal, da ist noch so einer. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, alle Trainer mitzunehmen. Er will mich eigentlich verarschen, der Typ, ja. So trifft man sich in der Käferburger Leistgesellschaft. Wir nehmen jetzt noch da oben den Trainer mit und dann sind wir auch fertig, Leute. Da habe ich keinen Bock mehr auf die Trainer. Dann gehen wir nach Baumhausen City, gehen wir die Baumschule und den Baumtanz erlernen. Was haltet ihr davon? Habt ihr Bock auf den Baumtanz? Komm schon, Leute, ihr habt Bock auf den Baumtanz. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr Bock auf den Baumtanz? Hä? Wisst ihr, was ich voll gut finde? Das ist so, es gibt ja, also der Dalo hat ja diesen also im Chat liest man das öfter im Livestream, Umlauf gebracht. Aber ich finde etwas anderes, finde ich viel lustiger. Und das sieht man oder hört man auch manchmal in Animes. So ein... Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das voll gut. Wenn irgendjemand was sagt, dann sage ich voll oft so... So, keine Ahnung. Also das ist so ähnlich wie das... Aber das ist so nicht... sondern... Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst nicht, was ich meine. Oder ihr denkt bestimmt, jetzt hat er wieder gelitten. Hat er auch. Aber ich finde das voll gut einfach. Dieses Das ist so ein bisschen, das drückt so ein bisschen auf. Ich habe verstanden, was sie gesagt haben. Und denke so, Und hinterfrage das aber gleichzeitig auch. Wisst ihr? Ach, es ist bekloppt. So, was ist los hier? Alter, du. Mit deinem Netz willst du mich fangen? Niemals willst du meine Pokémon fangen. Ich mache gerade diesen Move mit der Hand. Oh, was ist das denn? Eine dicke Biene? Da sind wir wieder bei der Frage, Leute. Warum können Bienen fliegen? Ihr Körper ist doch so schwer. Das kann doch gar nicht sein. Natürlich, ich weiß, dass sie genau mit ihren Flügeln genauso Auftrieb und perfekt ausnutzen. Aber dann gibt es ja immer die Leute, die einem früher als Kind wollten mir manche immer, hat mein Onkel mir erzählt, warum kann die Fliege fliegen? Ja, die Fliege kann fliegen, weil sie nicht weiß, dass es nicht kann. Oh, das erkennt ihr diese dumme Argumentation. Die Fliege kann fliegen, weil die Biene kann fliegen, weil sie nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann. Ja, toll. Und was ist? Der Mensch kann nur nicht fliegen, weil er weiß, dass er nicht fliegen kann oder was? Das ist ja dumm. Das macht doch keinen Blut. Was hat denn da eigentlich? Jetzt hat ihr da irgendwann geklatscht oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Darf ich auch nochmal angreifen? Wie die mir auf den Nerv gehen. Ne, die Pokémon sollen wenigstens mal den Schneid haben anzugreifen. Und nicht da immer ein so happy Tree Family. Ich klatsche mir da ein und dann kannst du mich nicht angreifen. Kriege ich ja zu viel bei. So, also ich würde sagen, wir machen die anderen Trainer dann irgendwann anders. Aber ich habe jetzt... Oh, Superschutz. Das ist ja ganz toll. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier. Schutz wirkt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt ein Pokémon treffe. Ich habe jetzt keinen Bock, das noch alles zu machen, Leute. Ich möchte jetzt nach Baumhausen City gehen. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich da in dem Belang. Wir werden die Trainer vielleicht irgendwann nochmal machen. Aber jetzt erstmal würde ich das gerne weglassen. Ja, so, und ich benutze auch meinen letzten Schutz. Nein, was habe ich getan? Mach das weg. Ich will doch gar nichts machen. Ich benutze jetzt auch meinen letzten Schutz, weil ich habe jetzt auch echt keine Nerven mehr. Ich will halt jetzt auch echt mal nach Baumhausen City bringen, das Ganze hier. Kann auch nicht sein. Ah, da sind wieder hinter der Wand versteckt. Was ist da los, Kollege? Oh, meine Überraschungskraft gerade in meiner Niederlage. Ja, Pech. Wenn du auch den zwei gleichen Trick 8-mal einsetzt. So, Schutz wirkt nicht mehr. Jo, dann befinden wir uns hier und enden an der Stelle, an der wir angefangen haben, Leute. Alles geht irgendwann mal wieder zum Anfang zurück, ne?
Das Ende ist erst der Anfang oder wie auch immer. Und jo, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und in der nächsten Folge wird Baumhausen City erreicht. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Tabletales Gamer. Ciao.